Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Gilde 2, die Seeräuber der Hanse. Ja, ach, finde ich schon schöner mit Musik. Ja, jetzt wieder alleine. Hier sitzt diesmal keiner neben mir und auch anderweitig hört ihr heute keine andere Stimme außer meine wunderbare, wohlklingende Stimme. Nein, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, jedenfalls en garde, würde ich sagen, wie der Franzose sagen würde. Auf geht's. Kaum fertig anfangen, kriege ich eine SMS. Hahaha, welch eine Ironie. Ach, ich liebe diese Musik von Gilde. So, ich habe noch eine neue Änderung. Und zwar, ich stecke mir jetzt immer wieder Hustenbonbons in den Mund, weil ich habe ziemlich Halsschmerzen. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. So, ja. Sieht hier noch. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Ah, unsere Frau macht. Was macht die? Trainieren. Die geht jetzt erstmal zum Arzt. So, oh, wir haben nicht mehr viel Geld, egal. Wie sieht es in unserer Taverne aus? Da wird schön gearbeitet. Oder auch nicht. Du bist der Einzige, der arbeitet. Na super. So, wie sieht es denn aus mit Produktion? Wir haben 3 Weizenbier. Ach, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, würde ich sagen. Boah. Immer wenn ich aufnehme, ist es total ist arschkalt in meinem Zimmer, ey. Geht doch nicht, ey. Ja, also hat ja nicht so ganz so gut geklappt mit der Musik, würde ich sagen. Ich glaube, dann muss ich natürlich jetzt bei der Musik bleiben. Ich werde mich natürlich noch ein bisschen erkunden gegen, ob ich anderweitig Musik bekomme. Aber ich glaube nicht. Bleiben wir dieser Musik. Die ist auch schön. Also finde ich. So, meine Angestellten schlafen alle noch. Sie ist gerade Ist irgendwo was? ein Medikus aussuchen. Ich mal rein. Veraline heißt die. Okay. I, fliegen. Ach, die ist über uns. Dreh die weg. Und da ist ein Arzt. Ich fühle mich nicht besonders. Bitte helft mir. Okay. Oh. Lesbenarbeit. Okay. Das scheint Irgendwie ist mir es eine pervers. Praxis. Keine große Sache. Ja, dann geht's ja. Ja, dann ist jetzt, glaube ich, geheilt. Kann das sein? Mein Korn ist nicht verschimmelt. Nö, habe ich auch nicht behauptet. Mit So, Freuden. dann geht's jetzt wieder hier rein. Haben wir nicht auch ein Kind? Ja, Ich bin schon Luca, ne? ganz schön groß. Ja, das bist du, mein Kleiner. Ne? Ja. Ja, toll, oder? Ja, toll. Und weg ist er. Ist er, meine ich. Ach, guck mal. Jetzt ist er wieder weg. Ja, will er nicht auf meine... Nein. Was macht denn da unsere Angestellte da? Das geht doch nicht. Ach, sie hört sich um. Sich umhören finde ich noch okay. Das ist okay. Aber bitte nichts Illegales machen. Ich weiß nicht, ihr müsst mir mal sagen, ob das ein bisschen komisch anhört mit dem Bonbon, aber ich habe echt gerade Halsschmerzen. Und Nackenschmerzen, aber das ist ja egal. Das wollt ihr bestimmt nicht hören. Wie sieht's aus mit Rohstoffen? Ich glaube, da könnte sich schaden, wenn wir noch mal ein bisschen mit holen. Wobei, hey, naja, viel Geld haben wir ja nicht, ne? Dann verkaufe ich jetzt mal. Ach komm, 20 Dünnbeere. Den nochmal 10. Ja, also was mich noch sehr interessieren würde, wie fandet ihr jetzt denn Immer dieses nur kleine Arbeit. LPT? Wollen wir das wiederholen oder Bitte soll ich das eher lieber lassen fortsetzen. oder wollt ihr nur meine Stimme hören? Würde mich echt mal interessieren. Wie gesagt, das war jetzt nur erstmal ein Experiment. Ich weiß, Luca war auch im Hintergrund sehr leise. Also besser ist das, wenn man das über Skype macht. Aber
Also ich fand, es war ganz okay, aber also, ihr müsst auf jeden Fall sagen, was, wie wir das weitermachen sollen. So, das gucke ich auf jeden Fall nochmal. Oh, hier, das ist ganz gut gerade. Dann machen wir da nochmal. Machen wir da nochmal. Nein, 20. Nehmen wir da nochmal 20 mit. Und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wie sieht es vom Preis her aus? Haben die irgendwo Mehl? Weizen, nicht Mehl. Wolle. Die haben gar nichts. Okay, dann kommen wir das Mehl hier kaufen. Also nehmen wir da nochmal 20. Kostet zwar gerade eine Menge, aber geht nun mal nicht anders. Ich meine, wir kriegen ja auch eine Menge Geld oder so. Also ist das schon okay. Ja, Thema. Fail habe ich keins. Nee, aber ich nehme mal wieder an einem Sonntag auf, ne? Also ach, die arbeiten wieder, finde ich gut. Ich nehme wieder an einem Sonntag auf, weil ich einfach an einem anderen Tag keine Zeit habe. Es geht leider nicht anders. Also leider. Ich glaube, euch stört es am wenigsten. Aber nee, also es geht sonst nicht anders und das ist auch irgendwie scheiße. So, wir können jetzt mal gucken. Oh, das ist wieder so ein Bitchfight. Immer nur Arbeit. Mir fällt gerade auf, wir haben ja noch einen Pferdekarren. Der kann ja mal wieder zurückkommen. Kein Weg ist mir zu weit. Da ist ja nicht mehr viel drin, daher also er kann auch. Hoch. Absturz. Ich eile. Da ist irgendwas, da hing was fest. Ah, die haben ja auch Holz. Eichen- und Kiefernholz. Ich gucke jetzt gerade mal eben nach. Es war noch irgendwas, was wir theoretisch noch machen könnten. Lachsfilet. Also braucht man. Nee, Fett brauchen wir. Und Lachs. Ich gucke es mal eben. Fett nichts. Lachs auch nichts. Na, fail. Wo könnte man denn Fett bekommen? Ich guck gerade mal rum. Wo könnte man Fett bekommen? Ne, hier ganz sicherlich nicht. Das Problem ist, hier haben die hier irgendwie Fett. Wo ist denn der Marktplatz? Hallo, ach da. 8. Und Lachs haben sie auch. Dann schicke ich mal da unsere Pferdekarren hin und hau da noch eine Eskorte drauf. Meine Füße tun weh. Das dauert nicht lange. Ich schicke es erstmal leer hin, dann kann da nicht viel passieren. Und auf dem Rückweg müssen wir mal auch gucken und hoffen, dass da was raus wird. Gut, 8 Fett ist jetzt auch nicht, ist es auch nicht die Anzahl. Wahrscheinlich, wenn wir da sind, ist nichts mehr darin drin und Lachs ist da wahrscheinlich auch nichts mehr, aber ist und war es wert. Ja. Ich habe gerade schon gelernt, das muss ja auch mal sein, ne? Ich schreibe wieder Klausur, ne? Boah, ich habe so keinen Bock drauf. Naja. Ist ja auch ein scheiß Thema, ganz ehrlich. Muss ich sein. Gebäude verwalten. Nein, ich mache das alles selber. Schmugglerloch-Gesindeltreff. Sehr lustig. So, wo ist denn unser Karren? Ach, der ist sogar bald schon da. Met, wie, ach, an sich ist Met ziemlich lecker. Also Met schmeckt gut. Ja, schon wieder fast kein Mehl. Das ist ja. Holy. Ich verkaufe noch was, damit ich gleich das Lachs und das Fett bezahlen kann. Das heißt, ich tue jetzt mal.
Auf jeden Fall mal 20. So. Was jetzt ziemlich unlogisch ist. Warum hängt das schon wieder? Warum passen in so einen Karren nur so wenig rein? Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Da kann man auch bestimmt mal ein bisschen mehr ran hinbringen, oder? Wo soll's hingehen? So. So, wie viel Lachs gebe ich jetzt hier noch? Nehmen wir mal 20. Oh, viel mehr ist da nicht drin. Schade. Ah, jetzt aber. Dann machen wir jetzt zumindest noch die 20 voll. Jetzt machen wir noch eine Eskorte. Soll ich das jetzt machen? Und dann machen wir es jetzt auf gut Glück. Wo könnte man denn Fett herbekommen? Gießerei, Schmugglerloch. Ist hier irgendwo ein Bauernhof? Nein, immer so ein Riesenteil. Mine. Oder was das hier ist. Die haben nur Mehl. So. Eigentlich können wir da nochmal 20 mitnehmen. Aber. Naja, ich habe jetzt keine Lust darauf. Die haben gar nichts. Ah, ja. Und auf dem Markt, vielleicht ist da noch mal irgendwie das Fett eingetroffen. Nee. Machen wir mal eine Eskorte. Hallo? Wo geht denn das nicht? Wo soll's hingehen? Egal, wir machen das jetzt hier auf gut Glück. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Wirst du eh. Ist jetzt mehr oder weniger auf gut Glück. Meine Füße tun weh. Hoffen wir mal, dass wir ankommen. Veraline. Oh, da hat jemand was gekauft. Finde ich schön. Warum kauft eigentlich niemand mal in unser Met? Ich finde unser Met richtig lecker. So, bis jetzt sieht's gut aus. Ich gucke jetzt mal hier nach, ob hier irgendwo Banditen bis jetzt sind. Und bis jetzt sehe ich ehrlich gesagt keine, doch hier vorne mal nicht. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Bis jetzt scheinen wir noch Glück zu haben. Hä? Der Karren knarrt. Jetzt ist hier niemand. Ein Kontor kauft Material zum Gebäudebau an. Feuerio, Edinburgh, brenn, Lichterloh. Das ist eigentlich ein Mist. Ja, sie gehen auf den anderen. Ha, was, welch ein Glück. Juhu, wir sind durch. Dementsprechend können wir jetzt auch schon mal. Nee, das nicht. Aber Lachsfilet. So, was ist das denn hier jetzt? Hier schönes Feuerschlägel. Brandschutz, ja. Unser wird schon nicht brennen, aber. Und ein Schandstuhl. So, das haben wir mal alles ausgebaut. Wo soll's hingehen? Hoffentlich werde ich nicht überfallen. So. Die Produktion wurde unterbrochen. Oh, scheiße, jetzt haben wir Platzmangel. Das heißt, ich lasse den Fisch und so hier drin. Jetzt muss ich erstmal Mehl holen. Fällt auf, ohne Mehl sind wir echt aufgeschmissen.
So. Körnerbrei, Madame, du machst... Yep.